Ja, herzlich willkommen hier von der Hofburg. Ich werde weiterhin jetzt Werbung machen für die NATO-Mitgliedschaft Österreichs und ich hoffe eben, dass nach den 2030 Unterschriften, die wir jetzt schon gesammelt haben, das Volksbegehren weiter erfolgreich wird und wir 2023 der NATO beitreten. Ich bin ja zuversichtlich, dass das kommen wird. Ich möchte ja speziell unsere Freunde aus Südosteuropa, die Ukrainer, unsere Freunde aus Kroatien, Slowenien, aus Ungarn, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus den ganzen Nachbarländern und auch aus Bosnien und auch aus Kosovo und natürlich aus Montenegro und aus Mazedonien, aus Albanien dazu aufrufen, dass wir alle dafür sorgen, dass Österreich sich nicht weiterhin hinter der Neutralität versteckt. Es ist leider zu einem Deckmantel für pro-russische Aktivitäten und Geldwäsche geworden und für Verantwortungslosigkeit. Man sieht da, dass jetzt Karl Nehammer ein Bündnis schmiedet mit dem neutralen Serbien. Gestern der Gipfel in Budapest. Das ist aus kosovarischer, montenegrinischer, bosnischer Sicht und aus albanischer Sicht absolut strikt abzulehnen. Und ich glaube, der Prinz Eugen wäre auch furchtbar dagegen. Also, was wir jetzt brauchen, ist in Wirklichkeit ganz klare Führung, dass alle Gruppen aus NATO-Ländern, die in Österreich schon stimmberechtigt sind, das Volksbegehren unterschreiben. Die Deutschen, auch die Italiener und dass man eben diesen neutralen Konsensus, dieses Drückebergertum, dieses Verstecken hinter der Neutralität, ja, dieses antisolidarische und immoralische Neutralitätsverhalten, dass man das beenden und dass Österreich sicher ein ganz normales EU-Land wird. Die sind ja fast alle, bis auf einige kleine Ausnahmen und Österreich ist ja da die größte Ausnahme, die größte Anormalität. Weil wir mit 9 Millionen Ländern, es sind ja dann sonst nur mehr Irland und mit 5 und Zypern mit 1 Million und Malta mit 1,5 Million. Also es ist jetzt Zeit, einfach der NATO beizutreten und diesen großen Schritt zu setzen und ein ganz normales Land zu werden und sich auf diesen Weg auch zu distanzieren von all diesen schrecklichen Verbrechen, die Putin in der Ukraine begeht und damit wir dann halt ein ganz normales Land werden. Und ich glaube, ich kann auch durchaus davon sprechen, dass der Prinz Eugen zufrieden wäre und ich weiß nicht, was er mit einer österreichischen Neutralität anfangen könnte, genauso wenig wie irgendein anderer von den österreichischen Kriegshelden der Vergangenheit. Erzherzog Karl oder wer auch immer hier am Heldenplatz aller hier in Monumenten steht. Ja. Was ich sage, ist Klarheit. Wir brauchen einfach europäische Solidarität, die EU selbst als ihr NATO-Mitglied und alle anderen kleineren Länder, die bisher aus irgendwelchen Anormalitäten und historischen Missverständnissen den Weg noch nicht gefunden haben, dass sie ebenfalls jetzt der NATO beitreten. Der Moment ist jetzt. Finnland und Schweden zeigen das jetzt. Kosovo und Bosnien wollen ja sowieso beitreten und das ist genau jetzt der Moment für den NATO-Beitritt Österreichs. Herzlichen Dank.